Wo schickt man die denn hin? Die schicke ich mal besser zu unserem Außenposten rauf. Da drüben wird gekämpft. Oh ja, da sind die Chimera-Einheiten. Und man sieht, unser lieber Kollege, der hat hier absolut nichts befestigt, nichts gesichert. Oh weh. Unter Umständen müssen wir dem sogar zu Hilfe eilen. Also das kann ja jetzt dann, pass auf, dann baue ich hier Blazer-Einheiten. Wie waren das gleich nochmal mit dem, wie heißt es hier, komm. Versorgungsdepot, wie waren das gleich nochmal? Was brauchte ich dafür? Das war hier, glaube ich, ne? Verwaltungszentrum, ich brauche DEFCON 1. Oh nee. Und, oh, ich Vollidiot habe die Superwaffen aktiv gelassen. Nein, die wollte ich eigentlich nochmal abschalten. Ich wollte sie eigentlich nochmal abschalten, verdammt. Jetzt müssen wir DEFCON 1 erforschen. Kostet ja bloß 12.000, weißt du? Oh, scheiße. Okay, dann sparen wir jetzt lieber auf DEFCON 2 hin. Ich werde schon mal ein paar Truppen bereitstellen, ein paar Panzerchen, dass wir unserem Verbündeten helfen können zur Not. Wobei, ich weiß nicht, was hat der eigentlich alles? Er baut selber seine ganzen Panzer, die Skorpion-Panzer. Mit einer 75mm Railgun bestückt, wirkungsvoll gegen Infanterie und Fahrzeuge. Stimmt, das Einzige, was sie nicht angreifen können, sind Flugzeuge. Apropos Flugzeuge, er setzt auf Helikopter, ne? Dann schmeiße ich da vielleicht nochmal einen Blazer raus, komm. Die Frage ist, hat unser Feind seine Außenposten hier befestigt, so wie wir, oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht, weil wenn man mal guckt, unser lieber Verbündeter, der macht ja hier gar nichts. Oh, schön. Der hat einen schweren Kampfhubschrauber. Unit is under attack. Ja. Oh. Okay. Ich brauche die Blazer da unten, und zwar schnell. Okay, das ist nicht lustig, was ihr hier macht. Absolut nicht lustig. Ich sollte hier vielleicht auch noch eine Phalanx hinstellen. Gibt es? Jetzt haut er ab, jetzt wo er weiß, dass ich mit den Blazer-Einheiten komme. Wie Base is under attack. Wo ist das Baufahrzeug? Ah ja, okay, hier. Alles klar. Der greift also genau da an, wo wir eigentlich am wenigsten Ding haben. Ah, ich habe eingestellt, dass die überwiegend Straßen verwenden sollen. Das ist doof. Wieso Unit under attack? Wer wird denn hier noch angegriffen? Hier ist doch nichts mehr. Da sind sie, holt sie runter. So, das ist der erste Helikopter, der weg ist. Okay, die Infanterie mal in die Gebäude rein, beziehungsweise. Komm, wir holen uns den Gefangenen. Scheiße, da ist ein Sniper. Okay, wir bräuchten Fahrzeugunterstützung hier unten. Beziehungsweise, pass mal auf. Wir setzen einfach die Mörser ein. Wo war denn der? Hier ist das rote Signal. Ich gehe mal davon aus, dass er da noch sitzt. Und dann feuern wir einfach mal. Wir werden schon irgendwas treffen. Oh, und es kommen Bomber rein. Ja, das ist blöd. Jetzt pass auf. DEFCON 1 erforschen und dann bauen wir hier gleich nochmal ein paar Blazer. Nein, die Blazer da nicht hinschicken. So, warum machen eigentlich unsere Panzer hier nichts? Guck mal, die stehen einfach nur dumm rum. Da kommen Bomber. Ihr solltet da mal wegfahren. Das sind Drohnen. Aber haben nichts erwischt. Tja, blöd gelaufen. Okay, dann holen wir uns mal diese ganzen potenziellen Kriegsgefangenen. Und wir sollten vielleicht noch mehr Panzer bauen. Jetzt, wo wir ohnehin DEFCON 1 erforschen gerade, glaube ich, können wir uns das leisten. Die sichern hier unten. Pass mal auf, dann schicke ich die gerade. Nee, die schicke ich da nicht mehr drauf. Das ist ja Wahnsinn. Aber wir könnten hier auch nochmal ein paar Anti-Tank-Soldaten vertragen. Hier unten nehmen wir mal. Ja, komm, das nehmen wir mit.
Alter, schon wieder. So. Unsere Flugabwehreinheiten bitte mal da hoch. Ja, ja, under attack, bla bla bla. Wollen wir mal gucken, ob die durchkommen. Die sind noch brav am Feuern, sogar die Mörsereinheiten. Finde ich gut. So, mal schauen, ob wir die abfangen können. Wenn wir wenigstens einen wegkriegen, es wäre cool. Jo, 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 einer weg. Beide weg, aber die Stellung hier wurde trotzdem getroffen. Wo ist denn unser Baufahrzeug? Da ist es. Pass auf, weil dann setzen wir hier einfach eine Phalanx hin. So, okay. Haben wir hier... Er schickt nochmal Einheiten rauf. Alles klärchen. Ich bräuchte hier unten ein Baufahrzeug. Wir haben hier unten ein Baufahrzeug. Ich brauche nämlich dringend die Patriot. Zumindest für unseren Hauptstützpunkt. Wobei unser Hauptstützpunkt momentan eher lächerlich ist. Der wird aber noch ausgeweitet, ne? Also ich setze schon mal eine hier hin. Ich weiß, die deckt momentan nicht alles ab. Und wir sollten uns eher auf die Stellung hier konzentrieren, aber hey. Einsamer Mann. Was ist mit dem? Blazer? Achso, und das hier sind Anti-Tank-Einheiten. Alles klar. Alles klar. Okay. Ja, jetzt kapiere ich das auch. So. Können wir... Ah ja, stimmt. Wir können die MGs natürlich aufrüsten. Die MG-Nester. Das mache ich mal. Oh, da sitzen aber sehr schöne Sachen rum. So, was haben wir denn hier? Da liegt noch ein Verletzter. Pass mal auf. Schick mal einfach mal die Marines darüber und hol uns den Burschen. So, dann haben wir nämlich ein paar Gefangene, die machen ordentlich Kohle. Und wir könnten jetzt auch mal einen Rettungshubschrauber basteln. So. Den hier fülle ich gerade mal auf. Was brauchen wir denn für das Verwaltungszentrum? 5000! Stimmt, das war ja teuer. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wieder. Es war ja sauteuer. Okay, so. Du fliehst mal bitte darauf. Die Jungs könnten nämlich Unterstützung gebrauchen. Kann ich jetzt auch so ein Patriot-System einfach hinklatschen? Natürlich nicht, weil wir kein Geld haben, aber rein theoretisch. Es geht ja bei mir immer nur um die Frage der Theorie. Ja. So, pass mal auf, die drei, die parke ich jetzt mal da drüben. Euch parke ich jetzt einfach mal zu fünft hier so. Und euch parken wir hier unten. Leute, Ausrichtung darüber. Also irgendwie haben sie das mit der Ausrichtung heute nicht. Pass mal auf, ich drehe die gerade mal um. So, ja, jetzt funktioniert's. Okay, das müsste so gehen. Hier, die ganzen Soldaten, die können wir eigentlich ins Haus reinschicken. So, und was ich jetzt auch mal machen werde. Wir brauchen ja Flugabwehreinheiten. Und ich werde jetzt hier auch mal das erste Verwaltungszentrum reinklatschen. So. Die Jungs, die parke ich einfach mal irgendwie irgendwo. Wird schon stimmen. Achso, da oben ist auch noch einer. Den nehmen wir auch noch mit. So, dann versteckt man unsere Soldaten wieder irgendwie irgendwo. Ich habe keine Ahnung wo. Gut, was haben wir hier unten? Hier unten haben wir ihn. Kann ich ein schweres Waffenfabrik-Dingsbums bauen eigentlich? Das hätte ich schon lang bauen können. Mann, ich Vollpfosten. Warum mache ich es eigentlich nicht? Warum mache ich das eigentlich nicht? Ich verstehe es nicht. Okay, pass auf. Das setze ich jetzt auch noch hier hin. Einfach, dass unser Hauptstützpunkt das Ganze hat. Warte, Building completed. Das ist er hier. Und der generiert Geld. Ja, wunderbar. So, okay. Dann würde ich fast sagen, dass wir hier oben unser Flugkontrollzentrum etablieren. Oh, nee, ne? Haben wir irgendwelche Einheiten, mit denen wir da ganz schnell eingreifen können? Die hier. Die schicken wir jetzt einfach mal kurzerhand davor. Oh, 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 oh. Zurück, 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 zurück.
Mörser-Einheiten, könnt ihr... Ne, die finden den nicht. Warum finden die den nicht? Unit is under attack. Unit under attack. Das heißt, wir bräuchten hier eigentlich auch noch jede Menge Abwehrsoldaten. Wie schaut's denn eigentlich aus? Hier M1-Panzer. Ich hätte ganz gerne eine Stange M1-Panzer. Alter, wie sieht's aus? Könnt ihr jetzt diese Position angreifen? Das sind jetzt diese bescheuerten... Das sind diese bescheuerten Artillerieeinheiten. Wir sollten auch auf Artillerie setzen. Eigentlich. So, kommt schon rück vor. Verwickeln wir sie einfach in Nahkämpfe, dann... haben sie nämlich keine andere Wahl, als zu fliehen. Oh, ja, soviel zum Thema Nahkämpfe ist eine gute Idee. Komm schon, mach ihn platt. Shit. Warte mal, kann ich den anvisieren mit den Mörser-Soldaten? Ja, kann ich. Nein, der ist fast tot. So, aber die Mörsergeschosse kommen rein von uns. Okay, der ist hin. Okay, ich glaube, das funktioniert nicht, wenn wir uns nur auf... Der schickt eine Superwaffe hier rüber. Holy shit. Wieso werde ich nur das Gefühl nicht los, dass die nicht auf unseren Stützpunkt geht, sondern auf das Ding hier? Oh fuck, das wird übel, das wird ganz, ganz übel. Sieht man die eigentlich? Nein, man sieht sie hier nicht. Oh, das wäre auch eine schöne Stellung zum Verteidigen, da kommen keine Bodentruppen hin. Alter, der wird so definitiv hier einschlagen. Oh Gott. Nein, wird er nicht? Hä, wo geht er hin? Ah, auf den Hauptstützpunkt. Okay, das ist seltsam. Warte, wo geht die Reichweite überall lang? Okay, der untere Bereich ist ungeschützt. Dann stelle ich mal noch einen da so auf. Okay, die M1-Panzer, bitte mal anrollen. So, das ist die Flugabwehr, ne? Kann ich die irgendwo verstecken? Ach, scheiß drauf, die stellen wir zu den Phalanx-Einheiten rüber. Und wir bräuchten hier ein Reparaturzentrum. Habe ich überhaupt noch den... Wo ist denn der? Also, da ist er. Habe ich hier ein Reparaturzentrum? Kann ich sowas bauen? Reparaturzentrum. Logistikzentrum. Das klingt doch mal gut. Schau, das stellen wir jetzt einfach... Ne, das stellen wir einfach... Wo stelle ich denn das mal hin? Da stelle ich es hin. Und es kommt nochmal eine Superwaffe rein. Oh Gott. Ich sollte jetzt vielleicht mal anfangen, irgendwo auch Flugzeuge zu bauen, ne? Pass mal auf. Machen wir das einfach hier unten. Scheiß drauf, wir machen es jetzt hier unten. Hoffentlich kommt er nicht irgendwann auf die Idee, den Bereich ja zu bombardieren, weil dann haben wir keine Chance. Was macht er eigentlich? Baut er eigentlich schon Superwaffen? Er hat hier einen Beschleuniger. Niedrige Stabilität verringert die Produktionszeiten der Gebäude im Wirkungsbereich. Aber keine Superwaffen, kein gar nichts. Ich mal die ab. Alter, was? So, wie schaut es eigentlich hier aus? Ist der durchgekommen? Ist der nicht durchgekommen? Hat er es abgefangen? Es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir bräuchten hier nochmal ein Kraftwerk. Und zwar ganz, ganz schnell. Ich habe gesagt, wir brauchen ein Kraftwerk. Hört hier eigentlich irgendjemand auf mich? Nein, natürlich nicht. Wozu auch? Okay, folgendes. Wir brauchen hier oben Unterstützungsfahrzeuge. Das ist ganz wichtig, dass wir unsere Einheiten reparieren können. Ja, ich weiß, da liegen Gefangene rum. Das ist mir aber gerade mal Schnuppe. So, wir sind wieder online. Und da kommt noch eine Superwaffe rein. Sind die nachgeladen? Unsere Jungs sind nachgeladen. Wieso kam jetzt zwei Enemy Airplane Contact? Ja, nett. So, ich lade einfach mal beide nach. Sicher ist sicher. Wo waren das hier mit,
Da, wir können ja die Mörsereinheiten mit Mörsereinheiten kontern. Das geht ja theoretisch.